Kennst du das, wenn man einfach nicht weiß, wie man sich entscheiden soll? Hä? Was meinst du denn? Also, es gibt doch so Situationen im Leben, wo man einfach nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Und woher soll man denn wissen, wie man sich entscheiden soll? Ach so, aber dafür gibt es doch die goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das klingt ganz gut. Hat das nicht dieser Immanuel gesagt? Was? Das ist mir zu platt. Das muss viel komplizierter ausgedrückt werden. Nehmt das! Ui, hast du davon schon mal was gehört? Was steht denn da drauf? Die sind ja alle zerbrochen. Also, da steht was mit Handeln. Handeln nur? Ach ja, da steht noch was. Ich glaube, das gehört zusammen. Nach derjenigen Maxime. Was heißt denn Maxime? Maxime ist eine Regel, nach der jemand handelt und zu handeln beabsichtigt. Hä? Wie eine Regel? Muss ich mich dann auch daran halten? Nee, nicht unbedingt. Deine Regel muss nicht meine Regel sein. Aha, okay. Guck mal, und da steht noch mehr. Von der du zugleich wollen kannst? Ja, ich nehme an, das lautet dann wohl, handle nur nach der Maxime, nach der du zugleich wollen kannst. Zugleich meint hier gleichzeitig. Okay, und da steht, dass es ein allgemeines Gesetz werde. Was heißt nun allgemeines Gesetz? Mit Gesetz ist das moralische Gesetz gemeint. Eines, das unbedingt, also ohne Bedingung, gültig ist. Ui, das ist aber schwierig. Nee, geht so. Also eigentlich heißt es, dass es für alle ohne Ausnahme gilt. Ah, also wenn ich so gut Saxophon spielen können will wie du... Nee. Nee, das wäre dann ja nur mein Gesetz. Also, wenn man gut Saxophon spielen möchte, dann muss man viel üben. Also das, lieber SpongeBob, wäre der hypothetische Imperativ. Der Öpo was? Ich dachte kategorisch. Was heißt denn das nun wieder? Okay. Also, der kategorische und der hypothetische Imperativ haben eines gemeinsam. Sie sind Imperative. Und das heißt, sie enthalten eine Forderung. Also geh, hol, mach. Das kennst du vielleicht aus deinem Fremdsprachenunterricht. Sie sagen dir, dass du etwas tun sollst. So wie das Handle zu Beginn des Satzes, den wir gerade besprechen. Aber was hat das denn mit dem Nilpferd zu tun? Hypothetisch, nicht hypothetisch. Hypothetisch bezeichnet ein Wenn-Dann-Verhältnis, wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Dies ist an eine bestimmte Bedingung geknüpft. Also wie du sagst, dass man viel üben muss, damit man so gut Saxophon spielen kann wie ich. Aha. Und kategorisch heißt dagegen, dass er immer zu jeder Zeit an jedem Ort für alle gültig ist, unabhängig von allen möglichen Bedingungen also. Oh wow, das löst all meine Probleme. Wirklich? Thank you.